So, meine Damen und Herren, jetzt kommt was gigantisch Phänomenales. Hatten wir noch nie, Gerd? Ich würde sagen, eine Weltpremiere, liebe Freunde vom Cannstatter Volksfest. Eine Weltpremiere, und zwar einen gigantischen Mammut-Fanfarenzug, Wolf. Es ist der größte Fanfarenzug, den es so jemals gegeben hat. Es sind über 350 Mitwirkende und es geht los mit Fahnenschwingern aus insgesamt 11 Vereinen. Aus Bad Rappenau, Bad Wimpfen, aus Bretten, Bruchsal, Halver, Karlsruhe, Mühlhausen, Sternefels, Stutensee, Blankenloch, aus Weiher und aus Wiesloch. Und die haben sich jetzt extra für den Volksfestumzug 2005 zusammengefunden. Das ist der Verband Südwestdeutscher Fanfarenzüge. Und die haben gesagt, wir kommen nach Cannstatt einmal in der Gesamtheit unserer Mitglieder. Und das Fahnenschwingen ist ja ein alter Brauch, der von den Landsknechtsheeren zu uns gekommen ist und den dann die Fanfarenzüge übernommen haben. Mittlerweile gibt es ja Meisterschaften im Fahnenschwingen. Und es ist gar nicht einfach, es ist eine große Kunst und die Fahnen sind schwer. Die großen Fahnen teilweise bis zu 10 Kilo. An den Fahnen sieht man jeweils, wem die Herrschaft jeweils gehört hat. Ja, das ist ganz wichtig, denn Sie müssen sich vorstellen, als es Landsknechtsheere noch gab, da war der Fähnrich derjenige, der den Landsknechten gezeigt hat, wo im Schlachtengetümmel gerade die Truppe steht. Und deshalb mussten die Fähnriche auch üben, die Fahne kunstvoll zu werfen an einen anderen, weil die Fahne durfte niemals untergehen und daraus hat sich dann das Fahnenschwingen entwickelt. Da sehen Sie schon, der größte Fanfarenzug, den es jemals hier bei uns gab. 350 Mitwirkende des Verbandes Südwestdeutscher Fanfarenzüge auf einmal alle das gleiche Stück. Ein gigantisches Bild, liebe Zuschauer, das braucht man wirklich fast nicht kommentieren. Der größte Fanfarenzug, den die Welt jemals gesehen hat, in der Oberer Marktstraße in Bad Cannstatt beim Volksfestumzug 2005.
größten Fanfarenzug aller Zeiten kommt jetzt das nächste Prachtgespann, und zwar von der Brauerei Dinkelacker. Auch wieder ein Sechsergespann mit 6 französischen Kaltblutpferden. Der Wagen wiegt übrigens mit leeren Fässern, sind natürlich nicht voll, fast 5 Tonnen. Würde man jetzt die Fässer alle mit Bier füllen, würde es sich um 8 Tonnen handeln.